So, Leute, ein neues Jahr. Uns steht demnächst ein neuer Set-Release vor. Ein Standard-Set-Release, muss ich hier sagen. Das ist halt wichtig. Und um uns auf das Pre-Release einzustimmen, würde ich sagen, machen wir ein Pre-Release-Pack vom letzten Set auf, was so rauskam. Das ist Zendikars Erneuerung. Ich habe mal wieder... Aber ich habe mich vorbereitet. Ich habe hier... Oh, man hat's gehört. Ich möchte kein Messer auf dem Stream zeigen. Ja, vor allem nicht dieses. Das ist nämlich saudreckig. Ja, machen wir mal das Pre-Release-Pack hier auf. Ich habe zum Pre-Release hatte ich eine kleine Challenge mir gemacht. Mit einem Kollegen. Das war... Uff. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Wir haben hier einen schwarzen Dice. Es gab dann einen seltenen Dice. So einen grünen mit komischem Stuff. Den hatte ich auch gehabt. Aber gut. So, wir haben einen Engel der Schicksale. 5 Mana, 2, 6, fliegend Doppelschlag. Immer wenn der, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, erhältst du und der Spieler entsprechend viele Lebenspunkte. Was? Zu Beginn des Endsegments, falls du mindestens 15 Lebenspunkte mehr als dein Startleben, okay, als dein Startleben hast, verliert jeder Spieler in der Engel der Schicksal angegriffen hat die Partie. Wow, okay, I don't get it. Ja, muss wahrscheinlich sehr cool sein, wenn man es versteht. Wie immer auch in diesem Jahr, wenn ich Pre-Release-Packs oder größere Openings mache, fokussieren wir uns hauptsächlich auf die Rares und auf die Foils. Ganz wenig auf die Commons und Uncommons. Ich glaube, in dem Set hier ist sowieso nichts drin, was man in der Richtung haben möchte. So, was haben wir denn hier? Da. Reise in die Vergessenheit. 5 Mana Verzauberung. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur in deiner Abenteuergruppe, ich erinnere mich, ein Mana weniger. Und wenn die ins Spiel kommt, schickt dir eine bleibende Karte, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert in Exil, solange bis das Ding das Spiel verlässt. Umara Mystikerin. 3 Mana 1-3 fliegend. Immer wenn du meinen Spontanzauberhexerei oder einen Zauberer-Zauberspruch wirkst, auch hier wichtig Zauberer, erhält er plus 2 plus 0 bis wenn es ist. Und Zoffs aus. Zehrung. 6 Mana Hexerei. Jeder Spieler verliert 4 Leben. Jeder Gegner verliert 4 Leben. Man hält 4 Leben. Und auf der anderen Seite ist ein Sumpf. Und unsere Rare ist Schatten der Himmelsfestung. 2 Mana 3-1 mit 3 Mana Bonus. Kann ich blocken. Falls sie mit Bonuskosten ins Spiel kommt, kriegt sie 2 plus 1 plus 1 Marken. Und Landung. Immer wenn ein Land unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, falls der sich im Friedhof befindet, und es euer Zug ist, dann könnt ihr den aus dem Friedhof casten. Dann wieder Bonuskosten bezahlen. Okay, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Gerade... Ja gut, ist halt interessant, ob er oder der... Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Könnt mir ja den Namen von dem Vampir mal unten in die Kommentare schreiben, danke. So. Dann... Basislager. Kommt getappt das Spiel, tappen für ein farbloses oder tappen und ein Mana beliebiger Farbe, was man für Kleriker, Krieger, Räuber, Zauberer verwenden kann. Oder um Effekte von denen zu aktivieren. Okay, nicht schlecht. Windgleiter, Zauberer, 3 Mana 2-2 fliegend, immer wenn man spontan Zauberhexerei oder einen Zauberer spielt, könnt ihr eine Karte ziehen, falls ihr es tut, werft ihr eine Karte ab. Und Umara, Zauberer, 5 Mana 4-3, wenn ihr immer wenn, jetzt, wenn ihr einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkt, erhält der Fliegen bis meines Zuges. Ah, okay, ist sie. Und auf der anderen Seite ist ein blaues Land. Unsere Rare ist Meisterin der Winde. 4 Mana 1, 4 fliegend. Wenn ihr ins Spiel kommt, zieht ihr 2 Karten, wirft eine Karte ab. Immer wenn ihr Spontanzauber oder Hexerei oder einen Zauberspruch spielt, könnt ihr die Werte von ihr, die Basiswerte, auf 4-1 oder 1-4 ändern. Meh. Und zwar etwas gerade. Gar nicht mal so hässlich. So, gehen wir mal weiter. Oh yeah, Müll aus dem Bildschirm hauen. So, was haben wir denn hier? Vorhut aus Gummafada. 2 Mana 2-2. Immer wenn die Vorhut aus Gummafada angreift, kann eine Kreatur, die Gegner kontrolliert, die Stärke gleich oder kleiner der Anzahl an Krieger ist, die ihr habt, in diesem Zug nicht blocken. Das ist nicht schlecht. Schattenstecherin. 3 Mana 1-4.
Ihr könnt ungetappten Räuber tappen und der kriegt Death-Touch bis zum Ende des Zuges. Und wenn ihr dem Spieler Kampfschaden zufügt, meldet er 3 Karten. Dieses Rogue-Deck war am Anfang ja total übertrieben. Wiederherstellung von Balaget, 3 Mana Hexerei, bringt eine Karte aus einem Friedhof auf die Hand. Auf der anderen Seite in Forest. Unsere Rare ist Charix, die tobende Insel. Okay, 4 Mana, 0,17. Was? Was? Okay, Zaubersprüche, die eure Gegner kontrollieren und die als Ziel haben, kosten 2 Mana mehr. Und die erhält für 3 Mana plus X minus X, wobei X die Anzahl an Sümpfen, Inseln ist, dem kontrolliert. Okay. Hübsch. Oh mein Gott. Vor allem die mit dem Wirbel auch noch. Richtig. Hübsch. So, aber dieses 0,17, ich glaube 17 ist jetzt offiziell die höchste Zahl, die auf so einem Ding draufsteht. Außer auf dem 2020 Marit Lage-Token halt. Aber das Token, der zählt nicht. So. Was haben wir hier? Und Grotag, Nachtstürmer. 3x 2-3. Immer wenn er einem Spieler Kampfzahn zufügt, schickt er die oberste Karte in das, was? Seine Bibliothek, deine Bibliothek ins Exil. Und man kann sie in diesem Zug wirken. Ist nicht schlecht. Fliegender Gedanken gibt. 2x 1-3. Flash fliegend. Solange ihr 8 oder mehr Karten bei eurem Gegner im Friedhof habt, erhalten Räuber plus 1 plus 0. Und immer wenn ein oder mehr Räuber angreifen, mildt jeder Gegner 2 Karten. Skadahorst, 1 Mana Verzauberung. Für 3 Mana Bonus. Wenn ihr Bonuskosten bezahlt, kriegt ihr einen blauen Skada mit Fliegt. Und immer wenn ihr einen Zauberspruch wirkt, wo ihr die Bonuskosten bezahlt, kriegt ihr nochmal einen Skada mit Fliegt. Kasandu Mammut, 3 Mana 3-3 mit Landung. Immer wenn ihr ein Land oder Kontrolle ins Spiel kriegt, kriegt das Mammut plus 2 plus 2. Und auf der anderen Seite ist es einfach nur ein kommt getappt ins Spiel. Land. Ja, fast durch. Ich bin von dem Set irgendwie nicht so sehr begeistert. Immer noch nicht. Ich glaube, da haben sie viel, viele Leute vor den Kopf gestoßen. Gerade weil es Zendikar war und Zendikar ja immer sehr beliebt war. Aber, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn Zendikar dran kommt, wird es schlechter. Du hast des Bluthäuptlings für 1 Mana-Hexerei mit Bonus von 3. Zerstört ihr eine Kreatur mit Mana-Kosten oder Planeswalker, nur weil Mana-Kosten von 2 oder weniger. Wenn ihr die Bonuskosten bezahlt habt, zerstört ihr einfach so einen Planeswalker oder Kreatur. Okay. Was? Paarkämpferin. 3 Mana 3-2. Immer wenn die und mindestens ein anderer Krieger angreift, kriegt die eine +1/+1 Marke. Okay. Javanische Störung, die ist tatsächlich ein bisschen gespielt, als ich es richtig in Erinnerung habe. 2 Mana in autorisierten Zauberspruch, falls der Wärsch nicht 1 Mana mehr bezahlt, und auf der anderen Seite eine Insel. Und unser Rare ist Geisel der Himmelsfestung. 2 Mana XX mit Bonuskosten von 5 Mana. Immer wenn ihr einen Zauberspruch wirkt, diesen Zauberspruch wirkt und seine Bonuskosten bezahlt habt, verliert jeder Gegner die Hälfte seines Lebens. Und seine Stärke und Widerstandskraft ist gleich 20 minus der höchsten Lebenspunkte von allen Spielern. Die wurde am Anfang richtig hart gehypt. Und mittlerweile ist das auch nur noch so ein halbes Meme, würde ich sagen. So, dann letztes Booster für dieses Pre-Release-Get. Schüler des Dämons. 3 Mana 3-1. Immer wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur oder einen Planeswalker. Der ist gut. Oh mein Gott, der ist wirklich gut. Trittsicherer Infiltrator. 3 Mana 2-3. Tappe einen anderen ungetappten Räuber und der kann nicht geblockt werden. Und immer wenn er Gegner kann, wenn er einem Gegner, einem Spieler sogar, okay, Kampfschaden zufügt, zieht er eine Karte. Kabiri-Jagd, 2 Mana. Okay. Die Kabiri-Jagd fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl so viel Schadenspunkt zu, wie du Kreaturen kontrollierst. Die ist nicht schlecht, auf der anderen Seite ist es eine Ebene. Und unsere letzte Rare ist Mist. Oran Reef Schlammwesen. 3 Mana 2-2. Immer wenn das ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur eurer Wahl, die du mal kontrolliert. Immer wenn ihr angreift, lege eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die angreift, die bereits eine +1/+1 Marke hat. Okay. Ja, das so viel. Ich sehe gerade, ist der Mythic? Der ist Mythic. Okay, krass. Das werde ich rausgeschnitten haben. Ja, ansonsten war es das schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.